Frau Jud, 93. Minute, doch noch das Goal geschossen. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war natürlich sehr schön. Gerade auch das erste Goal von meiner Saison und auch hier im Team. Und ich denke, es ist schon ein Zeichen, dass wir nicht aufgeben und haben wirklich noch mal probiert, auch in den letzten Minuten noch zu kämpfen. Ja. Genau, Sie sagen nicht aufgeben. Warum haben Sie nicht müssen aufgeben? Weil in der ersten Halbzeit doch Luzern ein bisschen gewähren. Das 2:0 zur Pause. Wie hat sich das angefühlt, von der Seitenlinie das zu sehen? Ja, es war natürlich am Anfang auch sehr nervös für die Halle. Wir haben gesehen, sie haben wirklich gut gespielt, haben gekämpft, aber dann hat es schon ein bisschen nachgelassen, das haben wir auch gesehen. Und es ist natürlich schade, auch von außen zu sehen, dass wir dann noch 2 Goal bekommen, trotz dass wir so eine gute Leistung abbringen. Genau, 3 Penalties haben wir auch noch bekommen und 2 Gegengol der ersten Halbzeit. Wie haben Sie die zweite Halbzeit dann auch noch mit ihnen gesehen? Ist Luzern so viel besser gewesen? Also ich denke, es war wirklich ein Kampfspiel heute. Beide Teams, also wir haben wirklich alles gegeben. Luzern hat auch sehr gut gespielt. Und ja, eben, wir haben halt Goal vorne auch nicht können machen. Wir haben sie nicht gemacht und dann auch hinten bekommen. Und es ist sehr schade jetzt so, für das, dass wir wirklich ein gutes Spiel haben gezeigt. Aber ich denke, wir können aus dieser Leistung lernen und immer weiter so. Schluss 4:1, Schlussresultat. Ist das vielleicht ein bisschen zu hart? Ja, also ich denke, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, wirklich, dass wir beide sind gut, also beide haben gekämpft und auch eher auf dem gleichen, also ja, nicht gleichen Niveau, aber das war wirklich ein spannender Match gewesen und ich denke, am Schluss sollte man nicht auf Goal schauen, sondern auf das Spiel selber. Jetzt sind Sie sicher ein bisschen enttäuscht, dass der Match so zu Ende geht, aber vielleicht auch erleichtert, weil der Spitzenkampf in der Liga ist noch nicht vorbei. Ja, also erleichtert sicher nicht. Es ist schon traurig. Wir hätten wirklich denke auch weit kommen, wenn wir jetzt so weitergespielt hätten. Aber ich denke, jetzt schauen wir einfach vorwärts, dass wir jetzt auch gerade wieder am Mittwoch unsere Leistung zeigen und so wirklich auch ein paar Tabellen können wir kämpfen. Glauben Sie an Aufstieg mit Thun? Ja, definitiv. Und wie fühlt es sich für Sie an, von den Young Boys hier rüber zu migrieren? Ja, für mich ist es natürlich auch eine gute Gelegenheit, hier in NaziBO Spielerfahrung zu sammeln. Es ist wirklich ein anderes Spiel, körperlich auch viel stärker. Und ja, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich jetzt auch hier zum Einsatz komme. Frau von Kennel, Sie sagen kritische Fragen. Ich habe heute nichts bemängeln in Ihrem Spiel. Haben Sie super gemacht. Am Spiel vom Team könnten wir noch reden, weil ich habe das Gefühl, ihr seid souverän mit dem 4:1 hier rausgegangen, aber spielerisch sind ihr nicht immer so dominant gewesen, wie es müsste sein, oder? Ja, ich habe das Gefühl, wir hatten so Phasen, wo wir wieder enorm hektisch geworden sind. Am Anfang war das erste Hälfte viel besser gewesen, haben den Ball schön versucht zu laufen lassen, mal ein bisschen anders als das, was wir sonst immer so ein bisschen haben, den weiten Ball gespielt. Durch das wir auch mehr Räume hatten, also wir haben das in den Halbpositionen versucht zu zeigen, ist das viel besser gelaufen. Aber auch wieder gegen den Schluss habe ich das Gefühl, haben wir wieder ein bisschen nachlagen, sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen aufs Niveau ein bisschen runtergegangen. Und das ist immer so ein bisschen das Gefährliche. Aber schlussendlich haben wir 4:1 gewonnen, sind jetzt im Halbfinale und das ist das Wichtigste. 3 Penalties haben auch geholfen dort. Wie fühlt sich das an, wenn man sieht, die Spielerin läuft 3-mal an, eine geht auch nicht rein? Tut man ein bisschen mitleiden? Ja, eindeutig. Wir fiebern von hinten immer mit, wenn es gegen Führer geht. Weil wir versuchen, kein Goal zu bekommen. Und hoffen natürlich, dass sie vorne ein Goal schiessen. Oder? Und da sind wir immer voll dabei. Schön hat es jetzt 2-mal geklappt von 3. Und eben. Sie sagen auch, eben, ihr habt anders gespielt. Ich meine, häufig sehen wir Chantal, die die Spielauslösung macht. Heute sind sie mehr gefragt gewesen. Was gefällt Ihnen mehr, da die stehende Abwehrspielerin oder die spielende Abwehrspielerin? Eindeutig die spielende Abwehrspielerin. Ich habe gerne den Ball am Fuß und versuche, etwas, also mit dem Spiel auszulösen, etwas reinzubringen. Und das hat jetzt heute recht gut funktioniert. Ja. Aber jetzt, wenn wir die Bilanz nehmen aus dem Match und aus dem Match gegen IB, entweder habt ihr den Berner Dialekt nicht gegeben oder ihr habt im Moment ein bisschen Mühe, aufs Gaspedal zu steigen, weil auch heute, wie gegen IB, irgendwo der vierte, fünfte Gang nicht mehr gefunden, oder? Ja, das stimmt. Also gegen IB war gar kein gutes Spiel gewesen. Das haben wir selber nachher auch analysiert und gemerkt, auch während dem Spiel. Irgendwie sind wir nicht so physisch da gewesen, habe ich das Gefühl. Sie haben auch enorm dominiert. Es war gut, haben wir ganz früh 1:0 können bringen, aber nachher haben wir es nicht können heben und sind den Ball eigentlich nur hinten reingerannt. Haben versucht, die langen Bälle zu bringen, aber irgendwann magst du auch nicht mehr für hinten rennen. Und dann hast du gemerkt, dass sie bei Klasse gelöst und die 2 Goal noch erzielt haben.
Genau, die Meisterschaft jetzt, 6 Matches vor Schluss, absteigen noch möglich, aber wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Der Cup, das ist der Fokus, oder? Ja, der Cup ist der Fokus eindeutig. Also die Meisterschaft wollen wir jetzt nicht mehr gross anschauen, also jetzt auf dem Platz, wo wir sind. Wir versuchen Spiel für Spiel noch alles rauszuholen, was möglich ist. Aber Fokus ist der Cup, dass wir dort noch etwas reissen können. Und wie können Sie denn da holen? Den Cup? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, wenn wir einfach versuchen, konstant weiterzuarbeiten. Eben, das ist das, was mir, wo uns so ein bisschen fehlt. Und versuchen, Fußball zu spielen. Ich habe das Gefühl, das hat jetzt auch geklappt, dass heute dass wir angelaufen sind und nicht wieder hinten zurückgestanden sind, um den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen. Wenn wir das vielleicht versuchen, auch umzusetzen, jetzt gegen ein Zürich oder Basel, ich weiß nicht, wer dort gewonnen hat. Aber müssen wir dort einfach so versuchen, sie unter Druck zu setzen und sie zu Fehlern zu zwingen. Hugo, du wirst das dann in meinem Kommentar schon noch mal hören, aber ich habe das Gefühl, du musst nicht mit einem 2-0 Rückstand in die Pause da, oder? Ja, ich glaube, die ersten 20 Minuten waren für uns gut, die zweiten 20 Minuten waren nicht gut. Dann kriegt man auch das Goal. Penalty da draußen kann man diskutieren, aber wie, okay, es ist pfiffen. Wir ärgern das 2-0 kurz vor der Halbzeit. Wenn wir mit einem 1-0 in die Halbzeit gehen, dann glaube ich schon. Ich muss aber auch ein riesen Kompliment machen in meinem Team, dass wir extrem gut aus der zweiten Halbzeit rausgekommen sind. Und wenn wir dort 2-1 machen, dann glaube ich, kann es einmal warm werden, heiß. Aber wie sonst in so einem Match, dann macht der Oberklassik 2-0. Und dann glaube ich aber nichts, dass er dort hat mein Team nicht aufgegeben und hat, glaube ich, verdient noch das Goal gemacht. Das ist wie bei uns im Podcast, gehst du immer gerade voraus. Ich habe nur von der ersten Halbzeit geredet, Hugo, nur von der ersten Halbzeit. Ja, wir müssen die Penalty kann man diskutieren, aber sie fällt leicht, aber euch geht auch extrem blöd in diesen Zweikampf. Aber ich sage, das grosse Problem ist, ich sehe in der ganzen ersten Halbzeit, die 20 Minuten nicht so gesehen wie du, die ersten, ihr steht zu weit weg. Ich habe das gleiche Problem gesehen wie bei Jaro, aber ich habe das Mittelfeld. Und ich meine, ich wiederhole mich nicht gerne, aber ihr hättet müssen nicht rennen und ihr hättet müssen konsequent auf die zweite Welle und so habt ihr euch gefahren eingeheimset und eben die einzige Chance von Luzern, muss man auch sagen, ihr habt das hinten gut gemacht und Andrea hat es gut gemacht, aber dazwischen nicht. Und dann kommt Luzern zu einer Chance, wo eben mal alle nicht rum sind und dann gibt es das Goal von Irina Pando. Aber warum stehen ihr so weit weg von den Gegnern? Ich meine, sie sind blau angelegt, man hat gewusst, wo man hin muss, oder? Ja, das hat man sich anschauen. Es ist nicht der erste Match, wo wir das Problem hatten. Wie gesagt, ich habe noch keine Mittel gefunden, wie wir das ändern können. Ich glaube, die zweite Halbzeit war dann besser gewesen. Aber die erste Halbzeit, wenn du siehst, ich sage, die ersten 20 Minuten waren okay gewesen, die zweiten 20 Minuten kann ich nicht diskutieren. Zweite Halbzeit, 2 Penalties, die gegen euch gepfiffen werden. Komische Zeitpunkte. Hast du das Gefühl, die sind der Knickbruch, auch wenn der erste nicht eingeht? Ja, ist sicher. Wenn du nachher 3-0 hinten bist, dann ist es alles schwerer. Aber wie gesagt, Knickbruch oder nicht Knickbruch, da hätten sie sich vielleicht anders gemacht. Aber wie gesagt, ich bin stolz auf mein Team. Die zweite Halbzeit haben sie es wirklich nochmal probiert. Und wie gesagt, wir müssen nicht diskutieren. Luzern ist verdient weitergekommen heute. Ich habe viel diskutiert, auch deine Wechsel, aber das lohne ich für den Podcast, wenn wir das nächste Mal wieder einen machen, lass sie. Ich habe das Gefühl, dort, wo ihr keine Penalty bekommt, und das wäre der Schlüssel gewesen, wenn entweder die Chance hingeht oder der Penalty, werden noch mal ins Spiel kommen. Warum habt ihr denn nicht noch mehr Chancen erarbeiten können? Ja, erstens mal konditionell, glaube ich auch. Man hat gemerkt, ab der 75. Minute das Team ist schon ein bisschen blatt gewesen. Nichtsdestotrotz haben sie dagegen gehalten und sich der Erde treffen noch verdient. Und wie gesagt, ich bin stolz auf mein Team. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, definitiv noch mal. Und ja, jetzt nehmen wir die Niederlage. Bist du vielleicht auch heimlich ein bisschen glücklich, weil der Spitzenkampf in der Liga ist noch nicht ganz vorbei und ja, es wäre nochmal ein Halbfinale und vielleicht ein Finale, vielleicht gerade zwischen dem Match weniger schon gut. Ja, über den Spielplan da kann man jetzt x Jahre diskutieren. Klar, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es auch schlecht, aber jetzt gehen wir 3 Tage gegen Zürich und dann kommt Iver da. Also ich glaube schon, für das Team ist es vielleicht jetzt ganz gut, dass wir rausgefallen sind. Nichtsdestotrotz wird jeder weiterkommen im Viertelfinale, aber wie gesagt, Luzern hat sich das verdient und von dem her siehst du es okay. Glenn, du hast jetzt noch die Chance, einen Titel zu holen. Der Sieg heute hätte müssen sein, wenn du diesen Titel willst. Aber trotz einem 4-2 Schlussresultat sind wir nicht so zwingend gewesen, oder? Ja, ich finde, dass uns der Platz nicht unbedingt entgegengekommen ist, weil er ist sehr kurz und relativ schmal und schwierig, um den Speed, den wir normal haben, ausspielen können.
Erste Halbzeit haben wir aber meiner Meinung nach noch anfangs Schwierigkeiten, wo wir uns ein bisschen eben müssen auf das einstellen mussten. Eigentlich noch viel mehr Ballbesitz gehabt. Wir haben es versucht, im Kurzpassspiel zu lösen. Bis auf so Zone 3 eigentlich haben wir es relativ gut gehabt. Wir haben hinten relativ wenig zugelassen, dass sie sehr, sehr viel mit langen Bällen operiert haben, was einfach unglaublich schwierig ist, wenn ein Gegner fast 90 Minuten lange Bälle auf Kette spielt. Im Wissen, dass wir hinten nicht gerade die 100-Meter-Sprinterinnen haben. Ja, und von dem her, ich sage, es war ein Goal über Penalties, die auch im richtigen Moment gekommen sind. Vor allem das 2-0 vor der Pause war wahrscheinlich wichtig. Und schlussendlich, wie immer im Cup, ist einfach wichtig, dass wir jetzt die Runde weiter sind. Ich glaube, zu Rapperswil ist es schön gesehen, die individuelle Klasse hat Unterschied gemacht. Man kann heute auch, sei es von den Stürmerinnen und auch von den Penalty-Schützen, auch wenn sie den einen von drei verschießt, kann man mal nehmen. Aber auch überall sonst. Man hat gemerkt, im Mittelfeld, Qualitätsunterschied, Abwehr. Und das macht dann halt gegen einen Nazi-B-Verein dann halt schon eine gute Falle, oder? Ja, ich muss sagen, Thun hat es eigentlich nicht schlecht gelöst. Aber man merkt einfach, ich habe meinem Team auch gesagt, es ist für sie unglaublich schwierig. Weil ich auch nicht gewusst, was erwartet uns für eine Mannschaft. Weil auf die einen Seite haben sie das Messer am Hals in der Meisterschaft und können sich nicht erlauben, dort den Punkt zu liegen. Dann ist die Frage, leist du jetzt Wert auf das Göppspiel, das wahrscheinlich sehr schwierig wird, als Thun, ohne welle respektlos klingen, den Göpp-Titel zu holen. Und darum denke ich, ist für sie vor allem der Fokus auf der Meisterschaft. Aber sie haben heute unermüdlich gekämpft. Wir haben sehr viel, auf dem engen Platz sehr viele harte Zweikämpfe gesehen. Und das war für uns überhaupt nicht einfach gewesen. Genau, überhaupt nicht einfach. Und das wird auch der Kalender nicht, weil Cup-Halbfinale muss irgendwann gespielt werden. Und Cup-Finale und Meisterschaft müssten eigentlich auch im Mai noch fertig sein. Wie siehst du dem entgegen jetzt im möglichen Halbfinale und dem möglichen Finale? Ist die Chance gross, dass ihr dort erfolgreich seid? Ja, ich sage, der Cup ist einfach ein Spiel und dort ist wirklich alles möglich und für uns ist die Meisterschaft in dem Sinne eigentlich gelaufen und das ist unser Ziel, den Cup zu holen und darum, ich hoffe, dass jetzt das Halbfinale zu einem guten Zeitpunkt kommt, dass wir auch so ein bisschen den Schwung, den wir heute hatten, vor allem im Kurzpassspiel, jetzt zwei, drei ganz, ganz gute Sachen gehabt. Dass wir das ein bisschen mitnehmen. Jetzt kommt nächste Woche Lugano, was auch überhaupt nicht einfach ist. Aber es geht vor allem darum, Vertrauen zu holen für ein Halbfinale, das jetzt kommt. Genau, das heißt Meisterschaft, der siebte Platz, sicher nicht das, was ihr angestrebt habt. Klar, Punkte gleich mit St. Gallen nicht weit weg von GC, aber wir haben mehr Wellen, Glenn, das ist klar. Wie wirst du jetzt die letzten sechs Spiele dort angehen, dass das halt einfach für dich im Abschied, für die Spielerinnen, die gehen im Abschied und für den Verein, für den Neustart positiv wird sie? Ja, ich sehe wirklich nicht, dass es gross um mich geht. Ich nehme es wirklich als ich genieße es. Ich habe es auch heute der Mannschaft gesagt. Ich habe so gesagt, geht nie davon aus, dass er wieder mal in einem Cup-Viertelfinale steht. Weil manchmal geht man einfach so ein bisschen davon aus, ja, nächste Saison. Oder? Ich habe gesagt, wir haben am Samstag gegen IB Gary Reuteler auf der Tribüne gehabt, an Krücken mit dem Kreuzband abeinander. Das kann einfach sehr, sehr schnell gehen. Und darum sind so Momente, wie du heute hast, wo du eben auch Druck spürst vor dem Spiel, wo du eigentlich musst gewinnen. Druck ist immer etwas, wo du etwas zu verlieren hast. Und Druck ist immer meistens erst da, wenn du dir etwas erarbeitet hast. Und diesen Druck dürfen wir jetzt heute dürfen in dem Sinn genießen und dann müssen mit dem umgehen. Und an dem wachsen diese Spielerinnen. Und ich sage, das ist das, was in der Meisterschaft aktuell so ein bisschen fehlt. Oder wo du eben diesen Druck nicht hast, wo du nicht gegen Abstieg spielst, kannst du nicht mehr gross nach vorne. Und dort müssen wir schauen, dass wir nicht so in ein lethargisches Verhalten reingehen, wo wir einfach nur noch die Spiele abspulen, sondern wirklich versuchen, eben die Pace hoch zu behalten in Bezug auf den Cup. Ja, rechnerisch könnte der noch absteigen, gell, das weisst. Und jetzt hast du zwei Spitzenanwärter von der Nationalliga B erlebt, Rapperswil und Thun. Klar, unterschiedliche Verhältnisse, unterschiedliche Momente. Wenn die zwei den grossen Unterschied ausmachen in dieser Liga, was hast du das Gefühl, welcher hat er gewirkt, als wäre er ein bisschen fitter, ein bisschen ein Stück mehr mit mehr Biss?
Ja. Schwierig zu sagen. Ich habe mir auch das Spiel angeschaut mit Thun Rappi. Ich hätte jetzt so, aufgrund von diesen 10 Matches, die wir gespielt haben, hätte ich gesagt, Rappi einen Tick vorne, was Spielerische betrifft. Wobei, wenn ich das Spiel nachher anschaue, vor allem die erste Halbzeit dort in Rappi, war Thun eigentlich spielerisch wirklich besser gewesen. Und darum, ich habe das Gefühl, es ist sehr viel Tagesform abhängig, es ist sehr viel abhängig, bleiben die Spielerinnen, die eben auch auf diesem Level jetzt doch einen Unterschied ausmachen fit. Wie schaffen die Trainer, die Belastung zu steuern? Weil eben, ich sage, das, was aktuell für die Mannschaft abläuft, ist sehr happig. Also ich sage, du musst eigentlich nur noch Wert legen auf die Regeneration und schauen, dass du im nächsten Spiel wieder alles reinhauen kannst. Trainieren musst du nicht mehr gross. Und es geht wichtig darum, mental frisch zu sein und möglichst einfach an dem Punkt X, wo das Spiel da ist, wieder zu performen. Aber das wird für alle Teams, die jetzt dort sind, das wird unglaublich eng. Und darum denke ich, ist Thun eventuell nicht einmal mega böse, dass sie jetzt heute hier raus sind. Ja genau, und in 5 Wochen dann, Quarasch, gegen Lugano, du hast Lugano heute noch erlebt, auch wieder Thun und Rappi auf Wurfdistanz für Lugano, oder? Ja eben, ich finde, dass Lugano einfach viel, viel besser in die Meisterschaft reingekommen ist jetzt in dieser Rückrunde. Aber es ist auch, das hat Göpp-Charakter, das Spiel, oder? Schlussendlich musst du einfach als Team dort alles rein. musst als Team einfach alles reinhauen. Und ja, ich sage dort, das wird brutal eng. Egal, welche Mannschaft das schlussendlich in dieser Barrage ist. Aber ich würde nie davon ausgehen, dass jemand sicher raufkommt oder dass Lugano sicher runtergeht. Auf keinen Fall.